Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute Morgen hier sein zu dürfen. Ich muss Ihnen gleich gestehen, diejenige, die schuld ist, dass das ganze Programm umgedreht wurde, bin ich. Ich muss leider nachher in meine Klinik und bin den Veranstaltern sehr dankbar, dass sie keine Mühen gescheut haben, das hinzukriegen, und auch an die Beteiligten, dass sie da mitgemacht haben. Daher auch die Erklärung, warum ich relativ bald nach dem Vortrag Sie leider wieder verlassen muss. Ich wäre sonst natürlich gerne länger geblieben, aber ich muss dann leider in meine Klinik. Aber Sie haben auf jeden Fall Zeit für Fragen, hoffe ich soweit, dass Sie hinterher alle geklärt sind. Ja, danke. Ah. Gut. Ich möchte mich einmal vorstellen. Ich bin die neue Chefärztin von der Diako Frauenklinik in Bremen. Ich bin jetzt seit anderthalb Jahren hier, und einer meiner, ich möchte fast sagen, Leidenschaftsthemen ist das Thema Inkontinenz bei Frauen. Ich muss mich jetzt bei den männlichen Teilnehmern entschuldigen. Ich kann leider nur etwas zu dem weiblichen Part sagen. Aber manche Dinge überlappen sich auch. Und ich bin heute hier, um Ihnen eigentlich zu erklären, wie vielfach die Ursachen für Inkontinenz sein können. Gerade Sie als Betroffene werden es, kann ich mir vorstellen, des Öfteren erleben, wenn Sie zum Beispiel unter Inkontinenz leiden, dass das bei Ihnen gleich auf die Grunderkrankung geschoben wird. Wenige sein, das liegt aber nicht an Ihrer Erkrankung. Sie werden gleich erfahren, woran. Inkontinenzprobleme haben, werden Sie höchstwahrscheinlich relativ frühzeitig auf Ihre Erkrankung reduziert. Und ich bin eigentlich heute hier, um Ihnen zu erläutern, nein, über dem 50. Lebensjahr leidet fast jede zweite Frau auf der Welt an Inkontinenz. Die haben nicht alle HSP. Tatsachen: Allein in Deutschland haben wir pro Jahr an Neuleidende ca. 60.000 Frauen, die an unwillkürlichem Urinverlust leiden. Das Lebenszeitrisiko, wie man das statistisch so schön sagt, liegt zwischen 30% und 50%. Wenn Sie durch den Supermarkt gehen, können Sie alle Frauen, die gerade einkaufen, durchzählen. Jede zweite wird höchstwahrscheinlich am Regal von Tina Lady stehen bleiben. Bis zu 50% der Frauen, die eine Spontangeburt von Kindern hatten, erleben oder bekommen im Laufe ihres Lebens eine sogenannte Senkung. Senkung und ungewünschter Urinverlust hängen oft miteinander zusammen, und Sie werden auch gleich verstehen, warum. Und wie gesagt, ab dem 50. Lebensjahr, hier steht 38%, wir rechnen mit einer Dunkelziffer von 50%, denn nur oder sehr wenig Frauen trauen sich darüber zu sprechen. Und viele Frauen, die mich in der Sprechstunde aufsuchen, sagen, mein eigener Gynäkologe weiß da gar nichts von. Also die Dunkelziffer ist wesentlich größer. Die wenigsten trauen es sich einfach anzusprechen. Das sind häufige Aussagen, die ich fast wöchentlich höre. Entweder da unten hängt was raus, oder ganz häufig, ich kenne jede Toilette in der Stadt. Ganz schlimm auch Aussagen, Frau Doktor, ich traue mich überhaupt nicht mehr vor die Tür zu gehen. Ich hatte in meiner vorherigen Arbeitsstätte in Lübeck tatsächlich eine Patientin, die hatte einen Fußweg von ihrer Wohnung zum Supermarkt, das waren 10 Minuten. Und sie sagte mir, Frau Wimmer, auf dem Weg zum Supermarkt gehe ich durch einen Park und es gibt 2 Büsche, hinter die ich unter Umständen renne. Das ist Tatsache. Ganz schlimm. Die Frauen sprechen von ungewolltem Harnverlust am Tag bis zu 20 Mal. Nächtliches Aufstehen aus dem Bett, bevor man ins Bett schlafen geht, wird der Weg vom Bett zur Toilette mit Handtüchern gepflastert. Das ist die bittere Wahrheit, die kaum jemand weiß.
Jüngere Frauen berichten mir auch, ja, ich bin glücklich verheiratet, ich habe 2 süße Kinder, aber Trampolinspringen geht nicht mehr. Mit meinem Mann Geschlechtsverkehr leben mag ich auch nicht mehr, weil ich dabei was verliere. Und ich bin früher leidenschaftlich gerne joggen gegangen, tue ich auch nicht mehr. Und das sind Frauen, die sind zum Teil 28, 32, 35 Jahre jung. Ich fange jetzt mal mit der Erklärung an. Ich sage immer, die Ursache allen Übels ist, dass wir vor Hunderttausenden von Jahren gemeint haben, wir müssten uns auf die Hinterbeine stellen. Das ist eigentlich der Kern des Problems. Denn wenn Sie sich das knöcherne Becken angucken, sehen Sie, das ist wie eine Schale und unten ist ein großes Loch. Das ist ja auch logisch. Da unten muss der Stuhlgang raus, da muss der Urin raus und bei Frauen auch irgendwie Kinder, die einen Kopfumfang von bis zu 38 cm haben. Diese Lücke ist bei uns Menschen mit einer Muskelplatte verschlossen. Und diese Muskelplatte kann man sich vorstellen wie ein Kaffeefilter. Das ist die sogenannte Beckenbodenmuskulatur. Und die hält alle Baucheingeweide im Bauch. Der Bauch ist mit Darm gefüllt, da ist die Blase, da ist der Darm, Galle, Leber, da ist alles drin. Und wenn Sie sich vorstellen, Sie stehen morgens auf und sind 12 Stunden aufrecht unterwegs, wirkt täglich 12 Stunden lang die Schwerkraft auf diese Muskelplatte gen Boden. Und das unter Umständen 95 Jahre lang. Dass dieser Muskel irgendwann mal nachgibt, ist, glaube ich, allen klar. Nicht oder wenig Menschen haben eine Vorstellung davon, wie sieht so eine Blase eigentlich aus. Deswegen habe ich Ihnen ein Bild mitgebracht. Sie sehen die kugelige Blase und die Blase ist ein Hohlorgan, sagen wir dazu. Das heißt, die Blasenkugel besteht aus einem, das ist eine Muskelkugel sozusagen, und die Harnröhre, die unten rausgeht, hat eine Muskelkrawatte und die Harnröhre geht durch die Beckenbodenmuskulaturplatte. Wenn die Harnblase, und das ist, also die Harnblase ist sehr kompliziert, das muss man wissen, ich sage auch zu den Frauen immer, die Blase ist eine komplizierte Lady, die gut behandelt werden möchte, weil sie sehr komplex ist. Die Harnblase hat auch ihr eigenes Gehirn, das kann ich Ihnen auch gleich zeigen. Das bedeutet, wenn die Blase Urin speichern soll, muss der Blasenmuskel sich entspannen. Das ist wie ein Luftballon, der sich füllen lässt. Zeitgleich muss die Muskulatur der Harnröhre sich zukneifen, damit die Blase oben volllaufen kann. In dem Moment, wo Sie pinkeln wollen, muss das Ganze sich umdrehen. Das heißt, die Muskelkugel zieht sich zusammen, zeitgleich muss aber die Harnröhre sich öffnen. Und wenn Sie sich überlegen, wie lange es dauert, dass Kinder lernen, trocken zu werden, das dauert ja 3, 4 bis 5 oder manchmal 6 Lebensjahre. Das liegt nicht daran, dass sie das nicht wollen, sondern das ist tatsächlich ein Lernprozess. Ich habe Ihnen hier einmal das Gehirn der Harnblase mitgebracht. Sie können sich vorstellen, Nerven, wissen Sie ja selber, funktionieren wie Telefonkabel. Und um mit Willen das Pinkeln zu steuern, ist das Gehirn der Harnblase mit unserem Gehirn im Kopf verbunden. Das heißt, was Kinder lernen, ist, über den Kopf das Gehirn der Blase zu kontrollieren. Wenn jetzt also im Verlauf der Telefonkabelverbindung vom Gehirn zur Blase etwas gestört ist, kann das schon Probleme machen. Das kann auch durch psychische Probleme entstehen.
Aber dadurch, dass die Blase ja ihr eigenes Gehirn hat, sind wir nicht unbedingt von dem Gehirn im Kopf abhängig. Wir können auch Einfluss auf das Blasengehirn nehmen und das Kopfgehirn vergessen. Das funktioniert auch. Wenn jetzt aber in der Telefonverbindung zwischen Blasenkugel und Harnröhre etwas gestört ist, kann das schon mal zu Problemen führen. Jetzt habe ich Ihnen noch ein Bild mitgebracht. Das ist eine Seitenansicht. Sie sehen den Körper von der Seite durchgeschnitten und unten der rote Streifen, das ist die Beckenbodenmuskulatur, die Platte. Und vorne kommt die Harnröhre raus, dahinter bei der Frau die Scheide und ganz hinten der Enddarm, der ist auf dem Bild nicht mehr mit drauf. Das bedeutet, Sie sehen auch diese beiden gelben Pfeile. Und die zeigen, was passiert, wenn wir zum Beispiel husten, niesen oder was Schweres heben. Dann entsteht im Bauch Druck. Ja, und wo soll der Druck hingehen? Der geht in die Lücke, die da ist, nach unten. Durch das Loch. Bei Frauen, bei denen der Beckenbodenmuskel geschwächt ist, ist die Harnröhre mehr beweglich, als sie eigentlich sein darf. Normalerweise ist die Harnröhre relativ fest und wenn von oben Druck kommt, knickt sich die Harnblase im Verhältnis zur Harnröhre zu, wie ein Gartenschlauch. Das können Sie sich vorstellen, wenn durch einen Gartenschlauch Wasser läuft und Sie nehmen ihn und knicken ihn einmal, ist er dicht, dann läuft ja auch nichts. Wenn aber die Beckenbodenmuskulatur nichts mehr hält, kann die Harnröhre abhauen und sie verlieren trotzdem was. Das ist der Zusammenhang, wenn Frauen Urin verlieren, weil der Beckenbodenmuskel zu schwach ist. Jetzt komme ich zu dem Thema Senkung. Das haben Sie ja eben schon so ein bisschen begriffen, wenn sich die örtlichen Zusammenhänge da unten verschieben, kann schon mal eine bestimmte Mechanik nicht funktionieren. Und das wird verstärkt, wenn sich Beckenorgane senken. Hier auch wieder der Körper in der Mitte durchgeschnitten, von der Seite aufgeguckt. Ganz links auf dem Bild sehen wir, wenn der Beckenboden schwach ist und über 60, 70, 80 Jahre jeden Tag 12 Stunden der Druck nach unten geht, kann es so weit kommen, dass sich auch mal die Blase unten vorwölbt. Es kann sein, dass sich, wie im mittleren Bild dargestellt, sich Enddarm aus der Scheide vorwölbt oder im ganz extremen Fall, ganz rechts, dass die Gebärmutter mit Blase und mit Enddarm unten raushängt. Dann funktioniert mechanische Verschlusstechnik natürlich gar nicht mehr. Und das sind Situationen, wo wir tatsächlich operieren müssen, wo wir einfach die Dinge von unten wieder hoch operieren, an die Stelle, wo sie ursprünglich mal gewesen sind. Vielleicht auch interessant für Sie ist das Thema, wenn eine Blase gar nicht mehr entleert werden kann, dann gibt es eine sogenannte Überlaufinkontinenz. Das heißt, die Blase hängt wie im ersten Bild links unten raus und Sie sehen, dann müsste das Wasser ja über den Berg fließen, um über die Harnröhre wieder rauszukommen. Stellen Sie sich das vor wie ein Staudamm, der immer voll ist, dann schwappt immer etwas über. Das heißt nicht unbedingt, wenn eine Frau Urin verliert, dass der Beckenboden zu schwach ist oder die Harnröhre zu schwach. Bei manchen Frauen ist die Blase ständig so voll, dass immer bei jedem Schritt etwas überschwappt, weil sie zu voll ist. Sie merken schon, Inkontinenz ist nicht gleich Inkontinenz. Es ist immer ganz wichtig zu gucken, was ist denn hier die Ursache? Und dieser Satz, ich habe Blasenschwäche, so sagen das die Leute im Fernsehen bei der Werbung ja auch immer so schön, Blasenschwäche. Nee,
Die Blase ist gar nicht unbedingt schuld, die ist vielleicht in Ordnung. Manchmal ist die Harnröhre schuld, manchmal ist der Beckenboden schuld. Es ist nicht immer die Blase. Mit diesem Bild zeige ich Ihnen einmal, wie viele Punkte auf eine funktionierende Kontinenz wirken. Das erste ist die gute Schleimhautdurchblutung. Die Blase und die Harnröhre sind mit Schleimhaut ausgekleidet. Mundschleimhaut, Darmschleimhaut, Blasenschleimhaut. Wenn die schön dick gepolstert ist, dann ist die Harnröhre zugepolstert. Das führt mit zur Dichtigkeit. Nach den Wechseljahren, und das ist mit einer der häufigsten Gründe, wird die Schleimhaut ganz dünn, weil der Schleimhaut im Genitalbereich die Hormone fehlen. Ich sage immer zu den Frauen, wenn sie ein Kind geboren haben, haben sie sich jemals gefragt, wie so ein Riesenklops da unten durchpasst, ohne dass sie überall kaputt reißen? Ja, stimmt eigentlich, Frau Doktor. Dann sage ich ja. In der Schwangerschaft haben sie ganz viele weibliche Hormone. Dadurch sind die Häute kräftig, dehnbar und halten das aus. Nach den Wechseljahren passiert das Gegenteil. Die Hormone bleiben weg und die Schleimhaut wird ganz dünn und rissig. Das kann man sich vorstellen wie eine grüne Wiese, haben wir jetzt im Sommer gehabt, wo 6 Wochen lang die Sonne drauf brennt und es regnet nicht. Es ist total vertrocknet. Das heißt, es muss wieder Regen her. Die Schleimhaut muss sich wieder erholen, um sich wieder aufzupolstern. Und es ist ganz einfach zu bewerkstelligen mit einer Hormonsalbe oder Hormonzäpfchen, die man nur in die Scheide nimmt. Wir sprechen nicht von Hormonen schlucken, das wollen wir nach den Wechseljahren bei den Frauen nicht. Wir sprechen von Hormone nur in die Scheide. Und ich habe ganz viele Frauen, die nur durch diese Salbenanwendung auf einmal wieder trocken geworden sind. Ganz einfach, keine Operation, nur die Schleimhaut wieder pflegen. Oder Frauen, die eine ganz unruhige Blase haben, immer das Gefühl, ständig eine Blasenentzündung zu haben. Warum? Weil die Schleimhaut in der Blase so dünn und rissig und brüchig ist, dass sie ständig gereizt ist und aber auch einen guten Boden bieten für ständig wiederkehrende Blasenentzündung. Das heißt, Hormone in die Scheide und vielen Frauen ist damit schon geholfen. Der zweite Punkt ist die kräftige Beckenbodenmuskulatur. Da haben wir schon drüber gesprochen. Der dritte Punkt sind die funktionierenden Nervenendigungen. Wie ich schon angesprochen habe, wenn der Nervenverlauf gestört ist, können wir noch ein bisschen tricksen. Was schon wichtig ist, sind die Nervenenden, also der unmittelbare Anschluss zum Organ. Wenn der noch intakt ist, kann man noch einiges erreichen. Der richtige Sitz der Beckenorgane zueinander, darüber haben wir auch schon gesprochen. Ja, und reduzierte Belastung. Der ständige Druck von oben, das bedeutet, Patientinnen, die zum Beispiel schwere körperliche Tätigkeit im Laufe ihres Lebens gemacht haben, immer Kisten geschleppt, arbeiten auf dem Bauernhof, Frauen mit chronischem Husten, mit Asthma, die immer beim Husten, da entsteht ja immer dieser Druck im Bauch. Das ist auch eher ungünstig für die Lage der Beckenorgane und für die Muskulatur. Da kommen wir dann eben auch zu den Risikofaktoren, die erklären sich von alleine. Sprich der Hormonmangel, angeborene Bindegewebsschwäche. Ja, das ist nun mal was, dafür kann man nichts. Es gibt Frauen, die haben Glück, die haben in ihrem Leben niemals auch nur eine Krampfader. Und es gibt Frauen, da ist es nun mal anders. Die haben das geerbt. Da kann man dann, sage ich mal, auch nichts dafür. Aber da muss man dann eben ein bisschen anders helfen. Verstärkende Ursachen sind, wie gesagt, Husten, Übergewicht und schweres Heben. Und aber auch, wenn zum Beispiel bei Geburten die Geburten schwer waren, sehr große Kinder oder wenn die Kinder mit einer Saugglocke geholt werden mussten oder mit einer Zange, kommt es öfter zu Verletzungen der Beckenbodenmuskulatur. Das ist jetzt bitte kein Grund,
deswegen jetzt Kaiserschnitte zu machen. Das hat wieder ganz andere Risiken. Aber es ist nun mal mit einer Ursache und damit müssen wir jetzt leben. Ja, das ist eigentlich auch ein ganz wichtiges Thema. Wir haben heute eine sehr hohe Anforderung an die Therapie. Warum? Gott sei Dank oder aufgrund der Entwicklung der Medizin ist es ja nun nicht mehr so, dass wir mit 65 alt sind. Im Gegenteil. Wir werden im Durchschnitt 80, 85, 90 oder älter. Und wenn Sie sich überlegen, dass zu mir Frauen kommen, die Mitte 30 sind, dann muss ich ja überlegen, dass sie noch 60 Jahre weiterlebt und die Belastung der Beckenorgane ja weiter voranschreitet. Das heißt, ich kann bei einer 35-jährigen Frau nicht das Behandlungskonzept anwenden, was ich brauche, wenn sie 60 ist. Und das ist ganz wichtig für den behandelnden Arzt, das immer im Kopf zu haben. Es ist nicht sinnvoll, am Anfang einer Behandlung schon das ganze Pulver zu verschießen, sodass womöglich 30 Jahre später nichts mehr möglich ist. Das macht das Ganze sehr komplex. Dazu gehört, dass ich natürlich als behandelnde Ärztin, ich kenne natürlich ganz viele Methoden und Möglichkeiten, aber die Frage ist, wer sitzt denn vor mir? Was ist das für eine Patientin? Was hat sie für Wünsche? Wie gestaltet sie ihr Leben? Was für Anforderungen entstehen daraus und was ist möglich? Das heißt, man kann auch nicht irgendwelche Therapieempfehlungen über alle Patienten ausgießen. Für die eine Patientin ist das richtig, für die andere ist es vielleicht falsch. Und die Ergebnisse sollten möglichst lange halten. Das ist natürlich auch klar. Das heißt, auch wenn man das uns Ärzten nicht immer glaubt, im Vordergrund steht immer, dass man als erstes alles versucht, was ohne Operation geht. Dass man erst klein anfängt, das sage ich auch immer zu meinen Patienten, die zum Teil sehr lange Leidenswege hinter sich haben. Ich sage immer, wir sehen uns öfter. Eben weil die Blase eine so launische Lady ist, ist es wichtig, mit Bedacht heranzugehen. Und Sie haben auch verstanden, dass viele verschiedene Ursachen zusammenkommen können, die zu ungewünschten Urinverlust führen. Das bedeutet, dass man Schritt für Schritt alle Stellschrauben abarbeitet und immer gucken muss, was erreichen wir mit jedem einzelnen Schritt. Das fängt bei der Lebensstiländerung an. Frauen mit einer drängenden, unruhigen Blase, die lasse ich natürlich die Blase mit Hormonsalben beruhigen. Denen muss ich aber auch sagen, wissen Sie, 2 Liter Kaffee am Tag mag Ihre Blase auch nicht. Und das mit dem Rauchen mag Ihre Blase auch nicht. Da fängt es schon an. Dann als nächstes, nach der Hormontherapie, gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, wenn der Beckenbodenmuskel schwach ist, den von außen zu trainieren. Viele Frauen kommen zum Beispiel nach einer Geburt und sagen, ich habe mein Beckenbodentraining gemacht, ich gehe immer zum Sport, ich will den Beckenboden immer anspannen, aber ich habe das Gefühl, da kommt gar nichts an. Und das ist auch gut möglich. Weil durch eine schwere Geburt kann es zum Beispiel passiert sein, dass die Nervenenden aus dem Muskel ausgerissen sind. Ja, dann können Sie kneifen wollen, wie Sie wollen. Es kommt ja einfach nicht an. Ich zeige Ihnen dann gleich ein Bild von einem Gerät, ein Elektrostimulationsgerät, mit dem man direkt an den Muskel rangehen kann, sodass das Gerät Elektroimpulse aussendet und direkt den Muskel zum Zusammenziehen reizt. Das kennen Sie vielleicht aus der Werbung aus dem Fernsehen. Da sind dann immer so Männer abgebildet mit so einem Sixpack. Da kleben so komische Pflaster drauf und dann wird immer Werbung gemacht. Sie kriegen ein Sixpack, ohne ins Fitnessstudio gehen zu müssen. Das ist das gleiche Prinzip. Das bedeutet, die Frauen, die ihren Beckenbodenmuskel mit eigenem Willen gar nicht mehr anspannen können,
kriegen so ein Gerät verschrieben. Die müssen tatsächlich einmal täglich eine halbe Stunde damit trainieren. Das bedeutet, es wird aufgeklebt oder eingeführt. Dann sage ich immer, legen Sie sich auf die Couch, machen Sie sich Ihre Lieblingssendung an, Decke drüber und dann lassen Sie das Gerät für sich arbeiten. Und es ist nicht nur so, dass der Beckenbodenmuskel dadurch wieder aufgepolstert wird und kräftig wird und einfach ein besseres Widerlager bietet, sondern manchmal ist es auch so, dass durch die Elektrostimulation die ausgerissenen Nerven wieder einwachsen und sich erholen. Und dann, manchmal entsteht dann der Moment, wo die Frau sagt, komisch, auf einmal merke ich wieder was. Ich habe da jahrelang nichts gespürt und auf einmal fühle ich da wieder was. Ich habe das Gefühl, ich kann da selber jetzt wieder was machen. Und das ist der Moment, an dem die Frau selber weiterarbeiten kann. Gut, Thema Auffangprodukte. Natürlich hilft uns das durch den Alltag. Aber unser Ziel ist es ja eigentlich, dass wir im Idealfall sie gar nicht brauchen oder dann eben bitte gerne weniger. Mich ärgert tatsächlich immer, wenn ich Fernsehen gucke, die Werbung für Tena Lady. Entschuldigung, bitte Firma, verzeih es mir. Es wird immer so dargestellt, dass es ganz natürlich ist, dass Frauen Urin verlieren. Und ich sage, nein, das ist nicht natürlich. Es ist die Frage, ob wir es wegkriegen. Das stimmt. Aber es sollte nicht so hingenommen werden. Genauso wie Frauen, die zu mir kommen und sagen, ja, mein Frauenarzt hat gesagt, das ist einfach so. Nein, wenn es etwas gibt, was man verbessern kann, dann sollte man das versuchen und tun. Mechanische Hilfsmittel, da zeige ich Ihnen auch gleich ein Bild. Hier ist nochmal dargestellt diese Elektrostimulation, die quasi die eigenen Nervenimpulse imitiert. Sprich, die Muskulatur wird deutlich gestärkt. Irgendwann, wenn wirklich wieder ein Gefühl dafür da ist, kann sie sich auch besser koordinieren. Und hoffentlich die Patientin irgendwann willkürlich damit arbeiten. So sieht das Gerät aus, ungefähr, das gibt es jetzt optisch unterschiedlich. Die Größe ist allerdings ungefähr Handygröße. Naja, ich sage mein altes Modell vom Handy. Aber es ist kein großes Gerät, es passt tatsächlich in eine Handtasche. Wir setzen das auch ein bei Frauen, die zum Beispiel nicht unter Inkontinenz leiden, aber chronische Beckenschmerzen haben. Warum es da funktioniert, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass es funktioniert und das reicht uns ja. Das sind die sogenannten mechanischen Hilfsmittel. Das sieht jetzt ganz wild aus. Alle Ärzte, die Gynäkologen geworden sind, haben in ihrem Lehrbuch dieses Bild. Das ist tatsächlich ein historisches Bild. Möchte ich nochmal betonen, also nur zwei oder drei Dinge auf diesem Bild kommen heute noch zum Einsatz. Aber daran sehen Sie, wie viel überlegt und erfunden wurde, um irgendwie diese Situation zu bessern. Das sind Ringe oder Schalen, das sind Einsätze, um sie in die Scheide zu setzen, um gesenkte Gebärmutter oder gesenkte Blase im Körper zu halten. Ich selber verwende gerne einen Ring oder eine Schale, das ist der Punkt, der Buchstabe R, das ist eine sogenannte Siebschale. Das ist ganz, ganz weiches Gummi, das in die Scheide eingelegt werden kann, sich da entfaltet und die Gebärmutter und die Blase im Körper hält. Und wenn die Patientin damit gut leben kann, wenn der Ring exakt angepasst ist, die gibt es in unterschiedlichen Größen, merken die Frauen den Ring auch gar nicht. Und leben damit ihr ganz normales Leben, kommen alle 6 Wochen zum Wechsel, dann muss das gewechselt werden. Ansonsten haben sie mit dem Ring oder mit der Schale überhaupt nichts zu tun. Und wenn eine Frau mit der Schale gut zurechtkommt, dann muss ich sie ja auch nicht operieren. Warum? Ohne OP ist immer besser. Wenn es geht, machen wir das. Irgendwann müssen wir dann aber mal operieren. Sie haben bestimmt alle schon gelesen oder gehört von dem sogenannten Bändchen. Das Bändchen ist eine Struktur, die unter die Harnröhre gelegt wird. Sie sehen das auf dem Bild ganz schön.
Die Harnröhre liegt auf dem Bändchen wie auf einer Hängematte. Das ist das sogenannte spannungsfreie Band. Hier geht es darum, dass die Harnröhre, die vielleicht durch Belastung aus ihrer Verankerung ausgerissen ist, durch das Bändchen wieder in die ursprüngliche Lage gebracht wird und da entspannt liegt. Das Bändchen soll also nicht die Harnröhre zuziehen oder zuschnüren, sondern soll die Harnröhre entspannt da halten, wo sie liegt. Aber in dem Moment, wo Druck im Bauch entsteht, Sie husten oder niesen oder pressen und die Blase von oben drückt, wird dadurch wieder diese Abknickung wiederhergestellt, die vorher kaputt gegangen ist. Das erklärt aber auch, dass so ein Bändchen nur dann Sinn macht, wenn eben die Harnröhre ausgerissen ist. Wenn die Harnröhre aber dann nicht, wo sie hingehört und da auch bleibt und hat selber ein ganz anderes Problem, können Sie da 10-mal ein Bändchen drunter legen, es hilft ja nicht. Wir müssen ja immer die Ursache behandeln. Und das ist tatsächlich mit ein Grund, warum Patientinnen, wenn sie ein Bändchen gekriegt haben, hinterher kommen und sagen, es hat sich irgendwie überhaupt nichts verändert. Ja, wir wollen ja die Ursache behandeln und nicht einfach irgendwas machen, was uns gerade einfällt. Wenn also die Harnröhre da liegt, wo sie liegt und einfach nur zu schwach ist und sich durch ein elektrisches Gerät nicht behandeln oder trainieren lässt, dann gibt es die Möglichkeit, die Harnröhre selber aufzupolstern. Das heißt, wenn die Lücke innen drin zu groß ist, können wir die Lücke dichter spritzen. Das können Sie sich vorstellen, wie wenn wir Lippen aufspritzen oder irgendwas anderes. Da wird quasi festgemachtes Wasser unter die Schleimhaut gespritzt und ein Polster wiederhergestellt. Und dadurch entsteht ein Ventil, gegen das Sie dann anpinkeln, aber was die Blase eben sonst dicht macht. Die Methode ist nicht alt, die gibt es schon seit vielen Jahren. Aber als die Methode erfunden wurde, hat man verschiedene Produkte genommen, wie Silikone oder irgendwelche anderen Dinge, und die haben dann Probleme gemacht, weil es allergische Reaktionen gab oder Abstoßungsreaktionen. Das, was wir heute verwenden, ist, wie gesagt, dieses festgemachte Wasser. Das können Sie sich vorstellen wie Aal in Gelee, der Gelee davon. Und angenommen, wir sollten die Harnröhre zu dicht spritzen, ist es überhaupt kein Problem. Dann geht man einmal mit einem Einmalkatheter in die Blase rein und wieder raus. Und dann hat man das Wasser zur Seite gedrückt und dann ist es eben weg. Halten tut das Ganze aber mindestens 10 Jahre. Ich sage mindestens, weil es diese Wassermethode mit diesem Produkt erst seit 10 Jahren gibt und wir diese Nachbeobachtungszeit haben. Und wir wissen, es hält bis heute. In 10 Jahren kann ich Ihnen dann mehr dazu sagen. So funktioniert das Ganze. Das heißt, wir gehen mit einer ganz, ganz schlanken Kamera, wir machen eine Blasenspiegelung, gehen wir in die Harnröhre. Sie sehen oben links die Schleimhaut der Harnröhre. Und dann wird mit einer kleinen, feinen Nadel ringsherum unter die Schleimhaut gepiekst, es wird reingespritzt und das war's. Die Dauer des Eingriffes 5 Minuten. Wenn wir jetzt von Senkung sprechen, ja, wie kriegen denn die Ärzte die Beckenorgane, die unten raushängen, wieder hoch? Wir versuchen generell gerne auf Fremdmaterial zu verzichten. Denn wenn sich das eigene Gewebe irgendwie raffen oder straffen lässt, dann ist das immer der bessere Weg. Allerdings, ich habe vorhin schon angesprochen, angeborene Bindegewebsschwäche, manchmal hält das eigene Gewebe nicht. Oder wir wissen es vorher schon, dass der Erfolg nicht von langer Dauer sein wird. Das ist dann tatsächlich der Moment, wo wir fremdes Material zur Verstärkung des eigenen Gewebes benutzen. Das sind sogenannte Netze.
Als die Netze erfunden wurden, ihr kennt sie schon über Jahrzehnte aus der Leistenbruchchirurgie, hat man eben diese Netze auch in der Scheide unter der Blase oder an der Gebärmutter eingebaut. Das hat damals zu unheimlichen Problemen geführt, weil ja, es kam zu starken Vernarbungen und so weiter. Dankenswerterweise hat sich natürlich auch da die Medizin weiterentwickelt. Wir haben heute Netze, die ganz, ganz dünn sind, ganz große Maschen haben, was wichtig ist, weil das Netz soll eigentlich nur den Körper unterstützen, es zu ummauern und dadurch mehr Halt zu geben. Wir wollen gar nicht viel Material, wir wollen nur eine Stütze, die nicht nachgeben kann. Mit diesen Netzen können wir eine Gebärmutter wieder hochbinden. Wir können eine Blase, so wie Sie es hier sehen, auf eine Hängematte legen, damit sie eben auch nicht runtersinken kann. Und es gibt noch ganz viele andere Möglichkeiten, wie man runtergesackte Organe wieder dahin bringt, wo sie eigentlich hingehören, sodass die Mechanik wieder funktioniert. So kann zum Beispiel so ein Netz aussehen. Das sieht aus wie ein Fischernetz mit großen Maschen. Und das ist auch so gewollt, weil der Körper wächst durch die Löcher durch und baut es so als festen Bestandteil eben ein. Ich komme jetzt schon zum Ende. Und für mich ist eigentlich wichtig, Ihnen zu sagen, dass es eigentlich der Grundkern meiner täglichen Arbeit. Wir behandeln nicht nur ein Organ, welches erkrankt ist und oder entfernt werden kann, wie es zum Beispiel beim Blinddarm ist oder bei der Galle oder irgendwas anderem oder den Mandeln, sondern wir behandeln ein Organ, was wir täglich brauchen, und zwar 24 Stunden am Tag und von dem ganz stark unsere Lebensqualität abhängt. Wenn eine Patientin wegen Urinverlust ihr Haus nicht mehr verlässt, keine Sozialkontakte mehr hat und sich einschließt, dann finde ich, kommt das einer chronischen anderen Erkrankung oder manchmal auch Krebserkrankung gleich. Das muss man sich mal verdeutlichen. Und ganz wichtig, mein Fazit, man muss mit Beckenbodenschwäche und oder Inkontinenz nicht mehr hilflos leben. Muss man nicht mehr. Und ganz wichtig ist immer die individuelle Betrachtung der Patientin mit ihren Bedürfnissen an das Leben. Wichtig ist es, dass der behandelnde Arzt den Stellenwert der einzelnen Methoden gut einschätzen kann. Und die Kunst besteht darin, für jede Patientin das individuell wichtige, aber vor allem auch machbare Konzept zu finden. Getreu nach dem Motto, auch die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Vielen Dank. Jetzt dürfen Sie mir sehr gerne Fragen stellen. Nur Mut. Hier war einmal die Frage, weil ich ja jetzt Frauenärztin bin, ob ich auch Kontakt habe zu, in dem Fall, Urologen. Es ist tatsächlich so, wir sind es bei uns im Diako, das gibt es aber auch verteilt ansonsten in Deutschland. Das heißt, die männlichen Betroffenen unter Ihnen sollten möglichst ein zertifiziertes Beckenbodenzentrum aufsuchen. Das bedeutet, in diesen Zentren arbeiten Gynäkologen mit Urologen und mit Chirurgen zusammen. Denn wir sprechen bei Inkontinenz ja nicht unbedingt nur von Harninkontinenz, sondern eben auch von oder Stuhlinkontinenz. Und weil die Beckenorgane alle miteinander zusammenhängen, ist es wichtig, dass das Wissen dieser drei Fachdisziplinen an einen Tisch zusammenkommt. Und ja, also wir sind so ein Zentrum.
Aber wenn Sie von woanders herkommen, können Sie das auch im Internet googeln in Ihrer Umgebung. Und da sind Sie dann eigentlich gut beraten. Das ist insofern auch einfacher, weil Sie sonst von Ihrem Gynäkologen in die Praxis vom Chirurgen, der schickt Sie zum Urologen, dann sind Sie nur noch am Rumreisen. In einem Zentrum sind diese Wege dann oft gebündelt. Und wie kommt man denn so ein Zentrum? Sie gehen, ja, das sage ich eigentlich auch immer, das Wichtigste ist, sprechen Sie erstmal mit Ihrem Arzt. Oh, genau, es kam die Frage, wie kommt man an so ein Zentrum? Das Wichtigste ist, dass Ihr behandelnder Arzt erstmal davon weiß. Das ist nämlich das, was die meisten Frauen mir beichten. Ja, mein Gynäkologe, dem habe ich das eigentlich gar nicht verraten. Sprechen Sie erstmal mit ihm darüber, denn die ersten Schritte können die Gynäkologen häufig selber mit Ihnen machen. Zum Beispiel ein Rezept verschreiben. Aber wenn nicht, dann können Sie sich überweisen lassen. Dann gehen Sie entweder zu Ihrem Gynäkologen oder zu Ihrem Hausarzt und lassen sich überweisen. Die haben hier nun alle eine ähnliche Krankheit. Und da werden wirklich reduzierte vorsorge Krankheit. Nur man an jemanden. Also wenn wir zum Arzt gehen, dann hören wir das, dass wir auf unsere Krankheit reduziert werden. Und deswegen. Hier war noch einmal die Frage, das haben wir ja eingangs auch besprochen, dass Sie relativ schnell auf Ihre Krankheit reduziert werden. Wie man aus dieser Misere rauskommt. In dem Fall würde ich zu Ihrem Arzt gehen und sagen, Herr Doktor, Sie wissen ja, ich habe ein Inkontinenzproblem. Dann sagt er, ja, Frau so und so, Sie haben ja HSP. Dann können Sie aber sagen, ja, wissen Sie, ich bin ja aber eine Frau und ich könnte ja auch eine Senkung haben. Macht das nicht Sinn, dass das mal jemand untersucht? Ach so, und dann können Sie sagen, ich möchte eigentlich gerne mal, dass sich jemand anguckt, ob es nicht noch eine andere Ursache gibt. Ich würde das so direkt ansprechen, mit der Kenntnis, die Sie jetzt heute hier erlangt haben. Das heißt doch Kontinenzambulation, ne? Ja, ja. Beziehungsweise Beckenbodenzentrum und die Frauen kommen immer als erstes zu mir, weil ich eben dann die Untersuchung mache, um zu gucken, ob es organische Ursachen gibt. Denn natürlich ist es so, dass Sie durch Ihre Grunderkrankung es diesbezüglich schwerer haben, aber wenn Sie dann zusätzlich noch eine Senkung haben und zusätzlich noch eine Reizblase haben und zusätzlich noch einen Hormonmangel haben, dann haben wir da schon drei Stellschrauben, an denen wir drehen können, um es womöglich zumindest besser zu kriegen. Ich wollte nochmal sagen, mir hat sehr gut gefallen an dem Vortrag, dass Sie so betont haben, der Mensch steht im Vordergrund und das einzelne Schicksal. Frage habe ich aber noch, diese verschiedenen Möglichkeiten, die dahinter stehen können, welche Diagnosemethoden werden angewendet und sind die vorwiegend beim Gynäkologen oder beim Urologen oder in der Klinik zu machen, um zu sehen, ist es ein Hormonmangel, ist es eine Senkung, ist eine Muskulatur oder die andere betroffen. Ich habe selbst Erfahrung gemacht beim Urologen, dass er eigentlich ein paar Messungen gemacht hat, aber dann gesagt hat, ach, wir probieren mal das Medikament und wenn das nicht passt, das nächste und dann das dritte. Und damit wusste ich eigentlich noch gar nicht, was funktioniert bei mir nicht? Es war einmal die Frage, welche diagnostischen Schritte zur Abklärung gehören. Also der erste Schritt, das, was Sie geschildert haben, dass die eine Fachdisziplin ein paar Untersuchungen macht und Sie hinterher gar nicht wissen, was ist jetzt okay und was nicht, erlebe ich auch immer wieder. Und das können wir den einzelnen Kollegen gar nicht übel nehmen. Ich lerne als Gynäkologin in meiner Ausbildung Gynäkologie. Die Urologen lernen in ihrer Ausbildung die Urologie und die Chirurgen in ihrer Ausbildung die Proktologie. Das reicht eigentlich schon. Wir studieren ja ziemlich lange dran rum.
Schwierig ist es, diese Dinge zusammenzukriegen. Das bedeutet, wenn Ihr Urologe von seiner Seite sieht, es ist alles in Ordnung, heißt es noch lange nicht, dass von gynäkologischer Seite alles in Ordnung ist. Das kann der Urologe auch gar nicht feststellen, weil er ja Urologe ist. Andersrum die Gynäkologin. Die kann gucken, bei mir ist alles in Ordnung. Die kann aber nicht beurteilen, ob der Urologe eben auch alles für in Ordnung befindet. Das bedeutet, und dafür gibt es diese Zentren, dass in diesen Zentren Menschen sitzen, die die andere Disziplin auch ein bisschen kennen. Bei mir kommt als erstes die gynäkologische Untersuchung und da sehe ich schon mit bloßem Auge Hormonmangel, ja oder nein. Senkung, ja oder nein. Knickbildung, ja oder nein. Das sehe ich bei einer ganz normalen gynäkologischen Untersuchung, aber eben anders als andere Gynäkologen, weil ich auch noch urologische Kenntnisse habe. Bei einer drängelnden Reizblase ist es immer ganz wichtig, in die Blase einmal reinzugucken, mit einer Blasenspiegelung. Das mache ich zum Beispiel auch selber, weil ich kenne den Befund vorher. Wenn ich Dinge feststelle, die mir viel zu komplex erscheinen, wo ich denke, so ein bisschen eine Vorstellung davon habe ich, aber das wird mir hier gerade zu kompliziert. Da haben wir monatlich, und das ist in jedem Zentrum so in Deutschland, unsere gemeinsamen Teamsitzungen, wo wir eben Fälle vorstellen und es beschreiben und sagen, was habt ihr noch für Ideen, was wir noch untersuchen sollen, was wir rausfinden müssen, um da weiterzukommen. Und das ist die Besonderheit an einem Zentrum. Das bedeutet, Ihr niedergelassener Arzt macht die Basis und wenn er für sich alles geklärt hat, dann schickt er weiter. Das ist auch ganz logisch, weil ich sage ja immer, zum Beispiel der Hausarzt, der ist ja dafür da, bei ihm alles zu behandeln. Der kann ja 100-mal so viel wie ich. Aber wenn es ans Operieren geht, dann ist jemand anders dran. Und so sind die Kompetenzen eben verteilt. Es war die Frage, wie man ein Zentrum findet oder erkennt, in dem Fall tatsächlich im Internet googeln. Und es ist ganz gut, wenn da drauf steht, zertifiziertes Zentrum. Da müssen besondere Eigenschaften für erfüllt sein, besondere Kenntnisse. Es gibt auch Beckenbodenzentren, die nicht zertifiziert sind. Die können genauso gut oder gar besser sein. Aber dieser Name ist eben nicht geschützt. Letztendlich würde ich sagen, Hauptsache Zentrum. Und zertifiziert oder nicht. Hauptsache, wo mehrere zusammensitzen, die Ahnung haben. Haben Sie so eine Liste, wo die draufsteht? Nein. Nein, in der Regel sind die Besuche also es war die Frage, ob man stationär aufgenommen werden muss für die Diagnostik, muss man nicht. Das heißt, die ersten Besuche erfolgen immer ambulant, wie ein ganz normaler Arztbesuch. Erst wenn die Diagnostik in Richtung OP geht, dann werden sie natürlich aufgenommen, aber fast alles kann wirklich ambulant erfolgen. Dann bedanke ich mich recht herzlich, dass ich hier heute sprechen durfte. Ich hoffe, dass Sie jetzt ganz viel kennengelernt haben von Ihrer Blase und Ihrer Harnröhre und wie das alles so zusammenhängt und dass Sie Mut gefasst haben, entweder betroffenen Freundinnen zu ermuntern oder selber zum Arzt zu gehen und zu sagen, ja, ich habe HSP. Ich bin aber auch noch eine ganz normale Frau und ich möchte bitte, dass auch der Rest untersucht wird. Ich kann Sie da nur ermutigen, möchte mich hier relativ bald leider auch verabschieden. Aber ich fand es hier sehr schön und vielen Dank, weiter so.